Moin zusammen, ich bin's wieder, der Harms, und jetzt ist wieder Zeit für die nächste Runde, LS15 auf der Porta Westfalica 4.1. Ja, nach der letzten Aufzeichnung ist es schon eine Weile, eine Zeit vergangen. Und ich bin in der Zeit fleißig gewesen, nach dem letzten Teil. Also ich habe jetzt alle Felder, die uns gehören, hier, die 1, 48, 12, und wie sie alle heißen, 10, 28, 4, 12, 13 und 8, alle fertig bepflanzt. Mit vielen unterschiedlichen Fruchtsorten. Und das war's eigentlich hier. So, mit den Feldern sind wir soweit durch. Das ist hier immer noch der allererste Tag auf der Map. Und jetzt möchte ich meinen kleinen Spielplatz aufbauen. Mein Oldtimer-Spielplatz. Habe ich mir so gedacht. Ich weiß das nicht, ob das eine gute Idee ist, aber man kann es ja mal probieren. So, jetzt will ich noch zur anderen Seite zum Hof und gucken, was meine Saatgutproduktion macht. Der Zaun hier ist ja schon schnell, aber immer noch nicht schnell genug. Ich glaube, hier sind wir beim letzten Mal ja aufgehört. Hier so. Ups. Ah, sieht so aus, als wenn das Elend noch läuft, ne? Also. So viel ist noch gar nicht gebeizt, ne? Null Prozent, das dauert also wohl noch ein bisschen. Können wir da eigentlich auf den Hänger nehmen? Oh, da geht noch allerhand rein. Der ist noch lange nicht. Jo. Ja gut, dann fange ich mal mit meinem ja. DD. Oh. Scheiße. Mit meinem Tür zu. Tür zu, da muss ich Dings machen hier, ne? Out Innenansicht. Zug. Zug. Dafür habe ich mir nämlich einen großen Flug gekauft, weil ich jetzt erstmal eine Wiese platt machen muss. So. Und zwar habe ich mich in Unkosten geschmissen und habe mir gleich das Schönste vom Schönen gekauft. Den werde ich zwar nicht oft brauchen, aber was soll der Geiz? Wir haben es hier. Das ist jetzt allerdings ein Fluch, mit dem habe ich, glaube ich, noch nie gearbeitet. Ich habe immer mit diesen kleinen, mit diesen 6-Schar oder was das war, gearbeitet. Eigentlich könnte ich ja auch gleich. Nee, das machen wir später. So viel Geld haben wir auch noch nicht. So. Hier fängt's los. Diese Wiese hier wird schwarz gemacht. Geflüchtet. Hier kommen dann zwei oder drei Scheunen hin.
Vielleicht auch inklusive einer Werkstatt, das weiß ich noch nicht, aber nur eine Hobbywerkstatt. Meine Hauptwerkstatt habe ich natürlich auf dem Hof. Und dann machen wir von dem hinteren Teil hier, machen wir so kleine Felder, wo ich mit Oldtimer drauf rumspielen kann. Hier so, das ist ein riesengroßer Oldtimer-Spielplatz. Wo wir alte Geräte ausprobieren können. Und da machen wir dann so, weiß ich noch nicht, wie viele Felder man davon machen kann. Ich glaube, da kann man vier Felder, vielleicht vier, fünf Felder. Das muss ich mal sehen, wie wir das machen. Ja, denn so sieht das aus, oder wie? Aha. Ja, dann will ich erstmal versuchen, hier irgendwie erstmal an den Zäunen lang. Ich will das. Lang zu fliegen, irgendwie. Oh, ich glaube schon fast ein kleiner Flug wäre besser gewesen. Oder? Moment, wo kann man den drehen? Da kann man den. Nein, ich wollte. Hier kann man den drehen. Achso. Gut. Und kann man den auch gut rückwärts fahren? Nee. Das mache ich. Erst mache ich das anders. Moment. Ich setze den Kollegen hier mal wieder ab. Und dann. Habe ich hier bei Mods. Warte mal. Mods. Das bin ich. Nein, zurück. Mann, ist das Ding langsam. Kann das sein? So, dann kaufe ich mir den. So. Zurück. Da fahre ich jetzt aber mal nicht zum Hof. Zum Landmaschinenhändler und hole ihn ab. Das habt ihr schon tausendmal gesehen. Fahrzeug zurücksetzen. Ja. So. Okay. Jetzt habe ich den so, glaube ich, am Hof stehen. Könnt ihr auch sehen an der Betriebsstundenzahl, dass ich fleißig war. Da ist jetzt schon sieben Stunden. Und in der Zeit habe ich, was habe ich denn alles gepflanzt? Hier, Luzerne und Silagemais habt ihr mitgekriegt. Dann habe ich auf 13 Weizen gepflanzt, auf 12 Gerste, auf 10 Raps, auf 8. Oh Gott, wo fahre ich denn hin? Das kommt, wenn ich einen Zettel in der Hand habe hier. Auf 28, da machen wir Körnermais von. Also kein Silagemais, sondern Körnermais. Und auf 4 habe ich Kartoffeln gepflanzt. Also von allen was so reihum pflanze ich das. So. Bin ich mal gespannt, was das hier für ein Teil ist. Da habe ich noch nie nicht mitgearbeitet. Und ob das Ding überhaupt funktioniert. Wenn mir das Elend hier gleich abstürzt, dann wisst ihr, dass es nicht funktioniert hat. So. Ja, und dann mal gucken, wenn wir das dann fertig haben, ob wir dann noch ein bisschen Sand fahren. Ja, das bringt auch ja Geld. Wir haben noch gar keinen Sand gefahren. Wenn ihr hier unten rechts mal guckt, Sand bringt im Moment auch noch viel Geld. Torf ist ganz unten. Ja, und Sand bringt 102%. Und das ist extrem viel. So. Da werde ich jetzt die Feldumrandung mitmachen. Irgendwie auf Außenansicht. Ich
bin ja mal gespannt, wie das Teil funktioniert. So. Fahren wir jetzt hier schön. An dem Zaun lang. Ey, das sieht ja schon extrem geil aus, ne? Abwärts. Du, da mal gucken, was dabei rauskommt. Ach, Moment. Oh, das tut sich schwer. Hier seht ihr das. Ich muss ja Felder erstellen, zulassen, wa? O? Oder ist das 0? Ah, O. So, Gott. Ja, und jetzt tüdel ich hier mal. Schön langsam und vorsichtig. Ey, das Gerät ist genial. Aber geht nicht schneller wie 7 km/h, Leute. Also, wenn nicht, dass ihr nachher enttäuscht seid. Ups, jetzt bin ich hier am Pfeiler hingeblieben. Der Pfeiler hat Colli. Nee, muss ich noch weiter raus. Schade. Die Opern lasse ich mich hier nicht ganz festfahren. Also wenn ihr mal eine Frise braucht, das Teil hier ist nicht schlecht. Ja, genau. 6, 7. Muss ich mal gucken. Ah, ne, er wird schneller. Er geht doch mit 10 km/h. Nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Oh, jetzt bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Hübsch, hübsch. Das funktioniert. Dies passt. Ah ne, du sollst anbleiben. Und nur hoch. Genau. Abwärts. Ja, das gefällt mir das. Ich weiß das gar nicht, wo ich das Teil her habe, ob ich das. Ich glaube, die habe ich mir immer so runtergeladen. Oder ob die irgendwo in so einem Modpack waren. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da muss ich jetzt lügen. So. Auf automatische Breite.
Ja, können wir ja mal machen. Wir machen das so, genau. Ach nee, ach, was will ich da mal? Da geht's los. So. Bist du jetzt drin oder bist du nicht drin? Jetzt bist du drin. Geht doch. Runter. Und da geht's ja. Oh, ich glaube, ich hätte den teuren Flug gar nicht kaufen müssen. Das geht mit dem hier auch ratzfatz. Ey, das geht sogar schneller. Aha. Das geht tatsächlich sogar flotter. Fluch geht nur bis 10 km/h. Und dieser hier geht bis 50. Allerdings weiß ich nicht, bei diesem Deutsch ist er viel stärker. Sonst mit meinem Glas, da konnte ich, wenn ich am Flügen war, nur 10 km/h. Und dieser hat ja nun. Der macht auch Spaß. Und ich glaube, wenn man mit so einer Fräse auf einer Wiese ist, ist es realistischer, als wenn man die Wiese fliegt.